Ja, es geht los. Und dort. Die Zeit, die werden nicht gleich schnell. Ich hab was. Nicht anfassen, Mann! Der regt dich um! Ich denke, ich werde mich wohl für den. Wann kommt der Boss denn endlich? Der kommt schon. Riley sagt, er hätte. So, jetzt geht's los. Der Timer startet jetzt. Ich bin es doch nur. Du wirst den Arkham City. Eigentlich immer sehr cool. Den habe ich auch schon bei einigen Runs. Wir werden dich umlegen. So, und da haben wir schnell gewonnen. Nachdem ich mich um die gekümmert habe, nun zum eigentlichen Grund. Da das ein Speedrun ist, werden wir hier jede Cutscene skippen. Wir haben viel zu besprechen. Obwohl es schade ist, aber muss leider sein. Für alle, willkommen im Stream. Ich muss mich wohl bedanken. Bruce Wayne ließ sich so viel leichter fangen als Batman. Und jetzt, da wir sie haben, kann Protokoll 10 beginnen. Durchmacht ohne Glitches, ohne nix. Es wird mein Erbe sein. Ein Sinnbild ihres Scheiterns. Und falls sie versuchen, mich aufzuhalten, ihr Geheimnis verraten. Da wir gerade den guten Professor gesehen haben. Young, wie fandest du und Dr. Strange in der zweiten Staffel? Ich auch. Verdammt, was soll das werden? Bin ich nicht! Willst du noch einen Anzug tauschen? Helfen ja. Wir! Wir werden den Anzug tauschen, sobald wir zu Batman kommen. Und wir werden wählen, den Batman, dass jemand hier im Chat hat einen anderen Wunsch, eines anderen Batsuits, dann werde ich ihn gerne besichtigen und die Sand zu nehmen. Worauf wartest du noch, Wayne? Reihe A, vorwärts! Hier mit dem Trajone. Der hier vorne steht, das ist nicht erkennt, das ist Deadshot, den hier nur steht, Insasse. Das geht nicht. Ich hasse den Engel. Helf mir! Ich sei der Käfer! Du stehst auf meiner Liste. Hau ihn in die Falte hat ihn gefangen. Die Waffen runter. Mr. Wayne wird uns keinen Ärger bereiten. Ich gebe ja viel mit Batman. Wenn er es aber getan hätte, wüsste er, die Handschellen können dranbleiben. Nicht, wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Die Türen schließen! Fertig machen für Einlass! Das hier lange halten. Ich kann nicht glauben. Neuer Gefangener! Über ihre lausige Presse. Jetzt sind wir beide hier. Es wird irre sein, sich nicht mehr in die Politik einzumischen, was? Hören Sie mir gut zu. Wenn die Tür öffnen, Ruhe. Dann lasse ich mir ganz sicher keine Ratschläge erteilen. Ruhe bewahren. Sie versuchen uns was zu machen. Sorry, Mann. Jeder ist auf sich allein gestellt. Das ist erst der Anfang. So, Hilfe! Aufstehen, Ryder. Ich sagte, aufstehen. Gerne schreiben. Ja. Welchen Anzug er gerne sehen würde. Was bei der Return to Arkham Edition cool ist, ohne Glitches, ohne. In den normalen Spiel. In den was ja im normalen Spiel nur durch Glitches oder Mods der Fall war. Da konnte man sich ja erst verwandeln. Wie
Plus, aber hier in der Remastered Edition gibt es auch. Nun ja, nennen wir es doch ganz altmodisch. Der Fettklopfpark raus. So viel Zeit muss sein. So. Der hat's noch befreit. Wie hat er das gemacht? Der Kontakt. Der Kontakt mir immer noch auf Small. Also ich hab das nämlich bei Arkham City am besten gefunden, dass die Anzüge jeder ein Knight war es ja immer das gleiche. Ich muss weiter dann nach oben und Alfred Vorteil kontaktieren. Dass man die auch in die Cutscenes gesehen hatte. Bis sind die Anzüge ja eigentlich nur so für Spielen und für die Cutscenes. Nee. Alfred, hast du mein... die ganze Zeit über Teil ihres Plans sich festnehmen zu lassen. Nicht ganz, obwohl mir das ein Vier-Augen-Gespräch mit Hugo Strange verschafft. Ja, was sagst du? Und wie verlief es? Soll ja am 8. März eine Enthüllung. Was namens Protokoll 10 berühmt machen wird. Na, ich ebenfalls. Wobei es mir eigentlich relativ sicher gerade rechtzeitig. Ich auch immer wieder mal Gerüchte wegen dem Dias. Finden wir jetzt zum ersten Mal, indem wir. Werden wir jetzt sobald wir wieder im Spiel drin sind. Bist du das bitte jetzt oder? Nee, ich bitte, wenn ich schon im Spiel drin bin. Okay. Sozusagen Batman der Zukunft geworden bin. Eigentlich schon genannt ist. Da bin ich mir gespannt, welcher Batman der Zweifel ist. Das Original oder die junge Version? Wo ist er? Ah ja, hier. Ja. Batman Beyond. Für mich einer meiner persönlichen Lieblings-Batmans. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Young, aber ich fand ihn eigentlich immer sehr cool. Ich auch. Leider ist es ja hier nur ein Skin und man hat leider nicht ja die Ausrüstung des Batmans der Zukunft. Da war eigentlich ein Spiel eigentlich auch mal cool, über das Zukunfts-Gotham zu gleiten. So eine Art Raketenschuhe. Alfred, ich habe einer Tigerwache einen Codeschlüssel. Dann wollen wir mal unsere kleine Catwoman befreien. Hilfe gebraucht, aber ich sehe das anders. An alle Einheiten, hier Air Tiger 4. 011 ist im Gerichtsgebäude. Ich wiederhole. Ist sie in Gefahr? Bestätigt. Zielperson ist in der Gewalt von Dent. Wir glauben, dass er sie töten will. Wie sollen wir vorgehen? Schon gut. Lassen wir Two-Face den Spaß. Verstanden. Das klingt nicht gut. Nein. Two-Face Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle. Wenn es in City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es. Oben zur Tür reinbegeben. Ich muss nach Catwoman suchen. Auch wenn wir sie gerne niederschlagen würden. Das muss eigentlich für den Batman ein richtiges Paradies sein. Das gut und böse sind dann, sagen wir mal, 95% der Insassen in Arkham City haben es verdient, dass sie überhaupt Small kriegen. Bis auf die politischen Gefangenen, aber die erkennt Batman gleich. Wir werden jetzt ja auch gleich durch die Scheibe springen. Ruhe im Gerichtssaal! Batman! Lauft um euer Leben! Unser Freund Batman ist hier! Schnappt ihn und schnappt! Ach, ich bin schon lange unten.
bin zwar da, dabei, die Opfer zu mischen. Das Urteil lautet Tod, Batman! Heute Nacht. Im Gerichtssaal! Wenn ein Speedrun verwendet man als erstes, dann... ...die ausschalten. Wenn du mal getroffen hast. Abgewiesen. Ich muss herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen. Wie gesagt, das finde ich cool, wenn man den Dark Knight Returns Anzug hat, dass man da so ein richtiges das Gesicht hat. Die Kugel ist durch das Fenster durchgegangen. Aber wo ist sie? Es wäre nur noch besser, wenn man dazu auch noch eine bisschen ältere Stimme genommen hätte. Der Kugel führt Ah, das lief gerade nicht gut. Ich wollte eigentlich gerade durch die Scheibe wieder durch. War aber etwas zu hastig und wir landen. Mann, lass die Tür zu! Ich habe keine Lust auf eine Prügelei mit Batman! Du hast nicht das gesagt, dass es Batman ist! Batman. Wieso sind wir noch hier? Wir sollten abhauen! Meinst du, Schlachtbacken. Natürlich friere ich! So, wir werden versuchen. Leicht. Die Fledermaus! Durch die Tür. Hat aber leider jetzt nicht den Fall geklappt. Macht aber nichts. Aber ein benutzloser Gangster und wie Chester sagen würde, ich hätte einen aus. Ja, bei mir ging's leider auch. Sonst habe ich bei mir bis jetzt immer nur Arkham Asylum gemacht. Mein erstes ist ebenfalls. Lass die Dame los, Bad Freak! Sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab! Ich glaube, du solltest lieber sehen, was er sagt. Wer aber in Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde? Dieser Anzug ist... Ist das okay? Was rede ich da? Natürlich! Natürlich ist es da! Egal. Die Sache ist die, Mr. J ist nicht hat mit zu empfangen. Trick gleich versuchen. Er fühlt sich so, auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Was für ein Trick, ja? Aber das meinte ich nicht. Gleich versuchen mit der Hauptgranate. Es geht ihm nicht gut und die Bescheuerung von hier konnte immer. Ihm auch nicht helfen. Ja. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Aber ich glaube, man kann hier nur die ich ersten zwei, wenn man schnelles ausschalten. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Wird erst bei Glitchless 10 oder ne? Ja. Ist ja kein Glitch oder so. So, man ist einfach nur das Sequenz, wo die noch nicht schießen, frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie... Hin! Ist weg! Verschwunden! Scheiße! Er schnappt uns! Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, dabei soll es auch bleiben. Und meine Taktik zu wählen. 4 Schurken, alle bewaffnet. 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Der wird uns schnappen! Batman, kannst du mich hören? Wenn du herkommst, sterben diese Leute! Das hält ihn nicht auf! Oh Mann, ich werde hier krepieren! Ich habe erstmal die 2 hier. Reiß dich zusammen! Hallo? Alles wird gut. Alle meiner Zeit, Batman. Der kann von überall kommen! Ruhig bleiben, Bat! Alles in Ordnung. Der Raum ist gesichert. Yo, Batman! Danke für die Hilfe! Machen wir doch gerne.
nach oben. Der nächste Split wird bei mir persönlich gemacht. Beim erweiterten Realitätstraining, wenn wir es abgeschlossen haben und die Greifhaben Schubverbesserung bekommen. Die zu machen. Die holt man in der ganzen allem Kampagne Anschein nach hat sie von Joker Firmen geschlagen. Genau. Wir werden auch so viele Rotlerrätsel wie möglich einfach ignorieren und nur ab und zu mal welche holen, die uns direkt in den Weg oder ins Auge springen vielmehr. Mit dem das Scharfschützengewehr steuert worden. Ja. Es war der Joker. Und erwartet das Realitätstraining, aber nur die erste. Ich schnappe mir das Funksignal. Ja, fressen den Mist die Schweine. Die Leute von Clown haben keine Klasse. Nie im Leben. Batman! Es ist Batman! Funktional brauchen wir nicht. Willkommen in Tat! Ihr werdet nun in kögerlichen Schritten einer besseren Welt entgegen. Eine Welt voller Spaß und Heil! Was wird da beim Joker gelacht? Nee, boah, Verbrecher von diesen. Ich glaube, es war der Two-Face. Die Mutter kann sie fressen, das Zeug wie Schweine. Die Leute des Jokers haben ihm keine Klasse. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Manchmal habe ich mich einfach nur hier hinbegeben und diese dummen Verbrecher zugehört, wie die übereinander gelästert haben. Aber im Speedrun geht das natürlich nie. Aber das ist so genial, diese Dialoge. Man hört alles mit. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Von Arkmaid. Denn wenn man der heutige Tagesbefehl. Wir sollen jede arme Sau ab. Kann man dort das Versteck mit dem Scarecrow sehen, wo man sieht, wie er sein Gas verbreitet. Aber heute geh ab. Gestern haben wir sie in das Hinterzimmer geführt. Erweitertes Realität. Ich halt mal zeigen. Klingt eher lebensgefährlich. Du hast irgendjemand von Young ein paar Tipps für Arkham City allgemein braucht, werden wir gerne helfen. Wir haben beide Editionen fertig. Und wir helfen gerne. Das gleiche geht natürlich für alle anderen Batman-Spiele. Aus der Arkham-Reihe. Traust dich wohl nicht wie ein Mann zu kämpfen! Ja, jeder weiß, dass du dich lieber versteckst! Noch Origins mit reinpacken können, das wäre so geil gewesen. Ja. Hätte er einfach nur das Internet weggelassen, brauchen wir, dass die Community einen Support angenommen hat. Ja, ich persönlich fand es cool, speziell wenn du als Batman oder Robin auf York gegangen bist. Erweitertes Realitätstraining. Ich mag jetzt das letzte Realitätstraining. Und du? Ich glaube, ich brauche den Greifhakenschuh. Aber Mr. Fox sagte doch bereits, dass es noch nicht einsatzbereit ist. Wir sind noch in der Prototypphase. Ich habe lange genug trainiert. Ich bin bereit. Oh, yeah.
müssen jetzt hier quasi die Cutscene. Der Batwing die greiffarbene Schubverbesserung bringen würde. Alfred, ich muss irgendwie. Da kommt deine Tierspinne! Leider haben wir aber die Anzüge in der Kanäle. Teuer, das ist ein schönes Gespräch. Da meinte der innere Klammer vom Joker, dass Mr. J und Harley diese Scheiße, die Strange im Vorsatz nicht fressen können. Dampf aus diesem Ofen wird mich. So, dann muss die Kohle. Und nachdem wir ihn sozusagen aufgesetzt haben. Ja, Joker will, dass man ihn. Ziemlich. Habe ich euch Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich hab alles versucht. Denn wir zwei sind die Ersten, die haben uns auf den Waze entschieden. Und ich werde jetzt erst neue Weiße von Programm als eigenständige Kategorie eingeführt. Helft mir! Planänderung. Bringt sie in die Schmelzkammer. Mr. J will, dass sie ruhig noch etwas länger bleibt. Gerne auch mal viel. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Er wird dafür bezahlt, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Holt ihn her! Nein, mach nicht! Ein schneller Batman ist. Alfred, ich hab den. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man. Wo die Handlanger sich unterhalten. Ob man den einfach skippen kann, indem man einfach gleich durchgeht. Und ich auch nicht. Weil wenn ich das eigentlich mal immer. Später hab ich eigentlich immer mit Angst vor der bösen Fledermaus? Nein, Angst nicht gerade, aber. Er hat mir in der Anstalt vor 6 Monaten 3 Rippen und den Arm gebrochen. Dann sorg dafür, dass er dir nicht zu nahe kommt. Wenn er kommt, zeige ich ihm, dass man sich mit mir nicht anlegen sollte. Harley will, dass er stirbt. Ich will Harley. Aber ich finde schon, dass man eigentlich durch kann. Ob es weit funktioniert. Ja, eigentlich schon mal mit denen nicht bemerkt. Er ist so bescheuert, sich mit mir anzulegen. Er ist hier. Nein! Nehmt die Tür! Rauch!
Hause, du Amateur. Bitte hol mich hier raus. Können Sie. Ich habe es gerade probiert, ich konnte mal von mir durch. Dinge. Gemerkt. Die Tür ist verschlossen, wenn du dich die Scheibe hupst, bemerken die einen oder die anderen Tür auf. Wir warten dann einfach darauf, dass Batman durch die Tür kommt und gehen auf ihn los. Das ist der Plan. Ist kein Plan. Das ist selbst. Er macht mir keine Angst. Die Tür ist zugeschweißt und er ist nur ein Spinner in einem Kostüm. Du aber eine gute Zeit, da ich mit Batman sehr gut. Okay, dann stehst du ganz vorne. Wieso? Was? Die Fledermaus! In Kraft. Fertig. Ja, und ich hab mir die Tiere schon abgerichtet. So, wir haben uns jetzt die ersten zwei die Updates fürs Kampfausschalten geholt. Jetzt. Alle bekommen den Stream. Wir machen gerade einen schönen. Und der Aufklärung ist einfach so und Mr. Jace zu Hause und macht alles kaputt. Weißt du, Überraschung, B-Man? Darf ich vorstellen? Mr. Hammer. Er wird dir Manieren beibringen. Das wird kinderleicht und Missgeburt. Schön, wenn wir noch drei Bart haben. Das wird wehtun, bescheuerte Fledermaus. Du wirst dich nicht. Sofort aus dem Weg, Quinn. Lass uns in Ruhe, Batman. Ich bin ihm allein. Ich hab gesagt, weg. Ja, es war nicht so geplant, dich zu treffen, Harley. Das ist alles deine Schuld. Wann splittest du? Ich hab gesplittet nach der Katzin. Klingt. Ich muss meine Sachen aus meinem Apartment holen. Ohne meine Sachen habe ich gegen Ivy keine Chance. Ohne sie wäre ich nackt. Dort schwimmen wir unsere tiefen kleinen Catwoman. Nein, der Boss steht das durch. Batman stört nur ein bisschen. Ja, Joker übernimmt schon irgendwie die Beine auch glitschwirrt. Mit hier Mr. Hammer. Wie sollen wir denn überhaupt rausfinden, wo sie lebt? Dämon. Du willst meinen, es sei hier irgendwo in der Nähe. Na und? Ja. Woher will er. Was macht die hier? Mit der Kettung da den Keller abgefahren. Da wird die Abwehr. Zu sein. So, und hier wird jetzt Batman vergiftet, leider. Was Batman hier leider okay, da auch noch bei. Hoffentlich.
Hoffentlich hat sie mir verziehen. Natürlich hat sie das. Die weiß gar nicht, was Nachtrag. Wir machen dich fertig. Das hört sich schön, meine Dame schlägt man. Komm runter, dann trete ich dir ins Hinterteil, Catwoman! Wir müssen wirklich mal eine Benimmschule. Ja, die haben keinen Anstand. Und sie waren doch nicht, wenn sie sich nehmen könnten. Das ist schlecht. Wie sagt der gute Professor Swinton, das ist lieber der Gesellschaft mehr? Und wir haben das Recht verwirkt, den Gott zu leben. Und hier. Wir erst mit den Kämpfen aufhalten. Solange sie uns nicht sehen, können wir da durch. Das ist kein Problem. Hey, Pammy, ich hab ne Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch'n. Diesen Rudo-Scheiß. Was ich aber ziemlich sehr cool fand. Was ist das, Feuermelder? Ich verwandt, die Gute zu perfektionieren, die deinen fleischigen Körper zerstören. Warum? Glaubst du wirklich? Besiegen. Ich hab irgendwie gekämpft. Ich hab nicht mehr gesehen. Weil das Kampf ist hier nicht oben. Da stand der Button. Das wird lange noch dauern. Sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur mehr nicht. Wenn du noch atmest, sind wir noch nicht fertig. Boden. Sie ist stur. Das muss ich ihr lassen. Die Natur ist schneller als du, Selina. Meine Spuren werden deine Lungen füllen und dich von innen her töten. Ich würde genau eine Runde an Akne verlieren. Oh, die Pflanzen in die Batman-Kämpfe, die waren größer und brutaler. Ja, du komm her, Harley! Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und der nächste Split kommt, wenn wir mit Catwoman fertig sind, wieder Batman haben. Du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte jemand würde ich hoffe, die jetzige Qualität ist mir doch egal sein. Nicht extra ganz, noch neue Fettfett besorgt noch. Ein klein bisschen ja. Von mir steckt jetzt auch in dir. Sag nicht, dass du das nicht dabei waren. Die so fürs normale Reden ganz gut sind, aber für Stream nicht gerade. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ganz nah dran! Aber nicht für einen längerfristigen Tonqualität geeignet sind. Das ist es mir wert. Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gott genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh! Und ich habe die letzten Wochen damit verbracht. Und hier kein Kampf, der ist schon ein Tipp. Im Bosskampf dann gegen ist das Ivy, Protokoll C. Hier oben, Gotham wird vergiftet. Der hilft auch ich hatte schwer. Irgendwie mehr erwartet. Protokoll C! Gut festhalten! Google spucken. Feuerball. Nicht ansetzen. Das ist hier irgendwie so geregelt, dass man ihn in dieser, kann man sagen, Sequenz nicht angreifen kann. Wenn jemand Fragen zum Run oder dem Spiel hat,
wenig gemacht, weil wir machen ja hier in Speedrun nichts einfach und da überleben. Ich krieg nur Schub, wenn ich den Greifhaken Typen. Hier muss es zu Freeze Labor. Ich bewege mich definitiv auf die Ecke. Oh cool. Zwei Geschütze geplant. Den Verbrecher auszuschalten. Freund auf der ganzen Welt! Stell immer anrufen, wenn mir langweilig ist. Ich glaube, unsere Freundschaft der vielleicht schreiben wir uns schon bald E-Mails oder verabreden uns zu romantischen Essen bei Kerzenschein. Es ist warte, komisch, Hart. Freeze hat vermutlich eins der forensischen Labore funktioniert. Ich muss da rein. Sie ist zu! Und was jetzt? Ihr zwei versucht weiter reinzukommen. Köpfe weg, wenn sie versuchen rauszukommen. Und was dann? Schnappen wir uns Freeze und greifen ihn zum Joker? Klingt nach einem Plan. Und der Joker ja auch raffiniert, will nicht wissen, wer Batman unter der Maske ist. Damit er seine Gegner beschaffen tut. Ach, das ist ein Plan, denn wenn er ist, wird das irgendwie Spaß mehr machen. Genau. Joko macht doch nie was ohne Hintergedanken. Gerät hacke, kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguin. Wenn man hier eigentlich mal recht überlegt, war das ein perfekter Plan von Yuko Strange. Die Wachen hier Insassen Waffen geben und dann vorgaukeln, dass Sarko der das mal unter Kontrolle, damit er durch Protokoll 10. Hat er nicht wirklich. Den Keystone mit Jobless funktioniert. Na, man kann ja wirklich sagen, Yugo ist geisteskrank, man kann ja wirklich sagen, wie bei Batman Begins gesagt wurde über Crane, seit wann leitet ein Irrer ein Irrer im Haus? So bleibt. Kein Problem. Zuhören. Der Boss will, dass wir alles dicht machen. Keiner geht rein oder raus. Ich komme, kann ja mit Leute auftauchen. Schieß. Wenn man sonst könnte, wie den Joker da brauchen wir keine. Was? Einfach so? Ja, einfach so. Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenzmessgerät. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. Nicht zu verhalten. Ich habe einen gefunden! Was zum Teufel! Bitte! Du musst in dein Gerät hörst. Oh, GCPD drinne? Ja. Kannst du ihn haben, Batman? Hier in meinem Museum bin ich sicher. Versuch doch mich zu holen. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Und die erste kommt jetzt. Das klingt nicht gut. Verbrecher. Oh. Für die Tricks, die wir hier anwenden, können wir leider noch nicht so viel sagen, dass eigentlich ja der erste Speedrun ist.
Hintergrund hier. Wir kämpfen hier gerade. In den Raum, wo man dann GCPD, wo wir auch dann später gegen Victor kämpfen. Das ist für mich richtig ungewohnt, dass hier keine Störsender da ist. Schwer und das ist ein Störsender da. Hat das funktioniert? Spreng die Brücke und die Leute vom Cloud sitzen fest. Ganz einfach. Aber Mr. Kabelpot. Und? Wir können nicht zurück. Und das heißt was? Clown zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. Kabelpot ist wirklich ein kranker Bastard. Stell dir mal vor, Chef. Ich krieg nur Schub, wenn ich den Greifhaken auf größere Distanz halte. Sentinel-Rüstung. Klingt das vertraut? Los, bitte! Das machen wir! Sieh so aus, als würde ich mit diesem Irren rumhängen? Wo jetzt? Anscheinend verschärft Pinguin die Sicherheitsmaßnahmen. Reinste Festung. Stimmt, dass Batman hier ist, hat ihm vermutlich doch Angst eingejagt. Pinguin ist wohl eben. Protokoll 10. In 7 Stunden in Kraft. Ich bin gerade mit zum Museum. Ich bin gerade reingegangen. Das ist Pinguingebiet, du Missgeburt. Dafür, dass du eingedrungen bist, werde ich dich in Stücke schneiden. Ich finde die deutsche Stimme von Kabelpot richtig geil. Geht ihr richtig ins Gehirn? Batman. Irgendetwas stört meine Kommunikation mit der Bathöhle. Pinguin muss irgendwelche Funkstörsysteme vom Militär einsetzen. Die bekomme ich nur deaktiviert, indem ich sie zerstöre. Mehr musst du nicht wissen. Die Fledermaus ist hier! Mein Screen läuft eigentlich sehr flüssig. Und einer? Am Störgeräteturm befinden sich 3 Konsolen. Ich muss alle. So, wir ziehen die jetzt mit dem Messer hier ran. Ich sollte nach weiteren suchen. Dann ist der gerade verschwunden. Sorry, Mr. Kabelpot. Ich weiß nicht. Dann find's raus. Während du das tust, überprüfe auf die anderen Störgeräte. Jetzt komme ich nämlich und... Wird es? Der Logdatei zufolge werden sämtliche Das ist das... wird dann in der U-Bahn zumindest... Du kommst nicht nochmal an mir vorbei! Thank you.
Batman hat oben irgendwas mit den Störgeräten gemacht. Wo steckt der Rest von euch Idioten? Das heißt, wir haben es gerade mal bis unter die Erde geschafft. Stellt es einfach da auf, wo ihr seid. Sofort! Batman ist vermutlich auf dem Weg darunter. Das Signal ist wieder gestört. Anscheinend hat Pinguin irgendwo unter Arkham City einen aktiviert. Da bist du ja, Batman! Hier rüber! Was ist denn das passiert? Wir sitzen hier unten und frieren. Strange in seinem warmen Turm hockt. Bastard! Bis zum Henker haben die da getragen. Pinguin schickt sie runter. Stellen. Ich schätze, er versucht immer noch Batman dran zu kriegen. Hoffentlich hat er. Batman ist hier! Pinguin klang echt sauer. Oder? Er ist grau. Das Plakat muss schon über 100 Jahre alt sein. Es ist Batman! Young, bei mir kommt gerade ein Grafikfehler. Ist doch egal. Noch schneller. Ich hab die Rauchgranate geworfen. Der Nebel war nur ganz kurz da, da war er weg. Dann hat es angezeigt, sie werden geschossen, drücken sie gelb, um die Rauchgranate zu werfen. Dann auf den Haufen gelockt und wollte die schön gemütlich auf immer ausschalten. Ich hab einen von euch Idioten verloren! Auch nicht viel langsamer, wenn die Kerl angreifen tut. Ich bin auf dem Weg zur U-Bahn und gleite perfekt. Das war. Jetzt müsste ich eigentlich kommen. Hallo! Hat hier jemand die Küche zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, die Maschinen aufstellen. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr! Ich... Was ist los? Ich werde jeden einzelnen noch mögen. Ich hoffe, dass ihr dadurch so verzweifelt habt. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch. Zwerge? Das ist zum Optimismus. Dana war der Meinung, die könnten Batman töten. Und der eine bist du verrückt, Batman töten? Das ist bestimmt solche Crystal Meth auf vorher. Ich hab die Realität verloren haben.
letztes Mal meine Falle, die schon beim ersten Mal perfekt funktioniert. Er trägt Körperpanzerung. Ich muss eine Reihe von schnellen, konzentrierten Angriffen ausführen, um seine Abwehr zu durchbrechen. Vor allem der Kumpel ist das so cool, wir merken, macht das Multi-Battle. Das wolltest du doch sicher gerade sagen, Young. Irgendwann, dass ich hier die Worte geklaut hab. Aber das sind eigentlich solche Techniken, die jeder Batman-Spieler eigentlich benutzt. Der Batman-Spieler, was sich etwas auf sich hält. Geht mit Pinguin. Ich kann alle ferngesteuert. Werden wir jetzt in die Batmans und der Nightwing, bei Nightwing, die das Mikrofon nehmen und eine sarkastische Kappe pot richten, aber es sind ja hier nicht Nightwing, ein bisschen Batman. Bricht jetzt Kumbert auf, so geil. Hättest du nicht tun sollen, Batman! Ich hab mich verhalten, kommt da aus. Wehtun, Speedrunner hat zwar seine eigenen Splits, aber das sind meine hier, die ich hier nenne. Hab den Pinguin gefunden. Und Mister? Niemand mehr Befehl hat da im Kabelport. So viele sind für Batman eigentlich. Klein noch gefecken, nachdem du die besiegt hast, mit der Catwoman. Ja.
Bitte. Das wird mir keinen neuen Krieg. Mir. Den ich extra noch das geübt. Das war ja das gut. Hier. Nee, das ist ein Glitch. Ach, so. Woher alle Dinge wissen wir hier Pinguin, auch. Die Waffe. Barbara Gordon. Er hat sie von Mr. Freeze gestohlen. Zurück. So, Batgirl aktiv war, bis sie vom Joker mit dem Schuss hier in den Rücken. Und das war das schöne Komm, Batman! Wir sind hier! Hey, was macht der? Der hat da irgendein Computer-Dings! Dem ist die Oracle und hilft Batman. Guck mal, sagen vom Computer aus. Wie hat er das? Hast du Angst, Batman? Also, das wird eigentlich jeden im Begriff sein, das ist der Butler von Bruce Wayne. Genau, Butler sind dann auch, kann man sagen, Mentor und bester Freund mit. Das funktioniert bei dir? Ja, perfekt. Ich werde dich in Stücke schneiden, Ami. Noch nimmer 2 Minuten im Ring durch. Ach, scheiße. Trick hat wohl nicht funktioniert. Nee, bin saß ich gelaufen und der Tiny hat mich gefressen. Er ist zusammengebrochen. Ja, mach. Ich bin auf der Eis gelandet und dann kurz gerannt und immer 2 Schritte, dass das Eis zusammengekracht. Hallo Batman, hörst du mich? Aber natürlich. Dachte, du könntest beim Eislaufen noch ein bisschen Unterhaltung vertragen. Sag ihm deinen Namen, Kleiner. Ja, leck mich. Ja. Das Schwein ist voller Licht. Wollt ihr einen Sprung machen? Nach drüben. Aber dass er das Eis eingeht. Schneidet ihm die Maske vom Das passiert manchmal. Ich lasse dich, wenn wir schnell machen würden, da passieren solche kleinen Fehler. Dachte, du könntest noch ein bisschen Unterhaltung vertragen. Sag ihm deinen Namen, Kleiner. Ja, leck mich. Das Schweinchen steckt. Wir gehen beim Quicken zu.
Dann die Fähnchen schmieren. Ich frag mich, was passiert, wenn ich diesen Hammer hier nehme und... Seine ganze verdammte Hand ist gesprungen. Und kriegt den Young Point. Sie benutzen Wärmesichtgeräte. Jeder, der eines trägt, wird in der Lage sein, mich im Dunkeln zu sehen. Ja, perfekt funktioniert. Keine Sorge, wir haben alles im Griff. Der Anzug von Freeze ist im Kasten. Hab ihn im Blick. Batman ist auf dem Weg. Er sah vorher nicht gerade glücklich. Was? Wer schreit da? Ich bin sicher, dass es von da kam. Das ist immer hier Batman. Cool, wenn die denken, man kommt hier durch. Und das ist vorher aber schon. Hier drüben! Ich bin da auch richtig herzenverzogen. Oder besser, wenn man Teil auf die zukommt. Ich verliere die Geduld. Du verlierst die Leute. Born. Ich habe einen von euch Geduld verloren. Was geschieht da drinnen? Habt ihr Batman schon aufhalten können? Was ist mit dem Anzug von Freeze? Ich hab gesehen, wie du... Das ist also der berühmte... Okay, zuhört. Nur noch mal zur Info. Und dann setzt sich wieder Abramowitsch. Fragen, was ich jetzt hier gemacht habe mit der Explosivkiste. Ich habe versucht, das Durchschneiden von Abramowitsch das Eis aufzutauen. Mal gemacht und das dritte Mal sehr, sehr gut geklappt. Es kommt unser schöner Kampf gegen Solomon Grunt. Du kannst nicht gewinnen, Batman! Jetzt bei einer Stunde und drei Minuten. Knapp. Ich sag dir, was? Komm. Die Waffe war eigentlich blockiert. Schon wieder ein Grafikfehler. Du bist erledigt, was ich habe. Nein, entschuldige. Leider keine verpasst. Was zum Henker treibst du da? Sprengstoff! Ich mein's ernst! Das war alles mein Job. Nein! Was zum Henker treibst du da? Grundy ausgemacht. Oh, du willst es wohl nicht anders. Mal sehen, wie viel dieser hässliche Schweinehund einstecken kann. Ich bin da mal gespannt, ob das One. Aber ich bin ja nicht das. Das hat sich ja wehgetan, nicht wahr? Zum. Nein! Das geht!
Wer hätte damit gerechnet? Du kannst den Bastard nicht töten! Diese Sachen sind Antiquitäten! Lass sie in Ruhe! Nein. Aufhören! Nur noch du Vögelchen. Nochmal neu machen muss. Oracle, neuer. Ich bin Ra's al Ghul. Okay, ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen. Ja. Kann man mich eigentlich gut verstehen? Hier haben Sie eine Antwort. So. Ich mal auch. Schon der Uni gemeldet. Kann mich jemand hören? Komm! Völliges Chaos! Der Boss ist weg. Soll mir aber recht sein. Ich hasse es, wenn ich gerade versuche, irgendeinen Spinner umzulegen und seine Quäkstimme in meinem Ohr höre. Tönt mich ab! Sagt der Batman, weil er Bart bleibt und kann schon das Feigling. Lauft über oder krepiert! Zerreißen, Pinguin! Die Blutspur führt nicht weiter. Mittel aufspüren. So, kaufe ich jetzt nur noch ein paar Updates. Das hier ist Gotham. Ich kann Ra's nur finden, wenn ich am Ende einen Fender befestige. Ich muss möglichst nah ran. Das ausschalten mit dem Bett. Jetzt werden wir mit dem Trick erneut versuchen. Du bist nur noch am Leben. Ja, die auch von uns? Hm. In der andere Wand. Das ist perfekt.
gestellt hat. Glaubst du, dass das stimmt? Schlecht, aber wenn ja, brauchen wir einen neuen Plan. Wenn die Queen weg ist, wird Two-Face zum Gegenstand. Der übernimmt alles. Ich weiß. Moment, der nicht fertig gemacht? Jetzt in der Falle. Es muss doch irgendwo rausgehen. Immer zum Mitschreiben. Batman hat Freeze vor Pinguin gerettet. Arbeiten wir zusammen. Ausgeschaltet, um Freeze zu kommen. Was geht los? Batman hat den Pinguin kaltgestellt. Also ist das Museum... Da bist du ja, Batman. Oracle, ich gehe nach unten. Karten aus Stahl und Eisen. Mein Signal könnte darunter leiden. Versuch es nicht zu verlieren. Ich leite zusätzliche Satelliten zur Überwachung. Da oben sei es schlimm. Viel Glück, Bruce. Batman! Hat wohl so viel Scheiße. Ohne Schlagübungen am Schädel von Salamon. So, der Rest von Pinguins Leute. Das ist richtig. Joker will, dass wir sie finden. Mach den Vatermann hier! So, Salamon Grandi. Realisation bis zu 3er Postzeiten. Protokoll 10 tritt in 5 Stunden in Kraft. Alles in Ordnung? Ziert. Sämtliche Werte deines Anzugs im roten Bereich. Gib mir eine Sekunde. Es ist doch ein Spieler, war schon als er schaffen. Wieder aufgestanden ist, lag der mit dem so zugerichtet hat. Verheilung! Dir läuft die Zeit davon! Mann, was ist in diesen Dingern? Waffen, Sprengstoff, Thermalsensoren, was eine Armee so braucht, um Pinguin fertig zu machen. Kommen wir an so ein Zeug. Ich dachte, das hier ist ein Gefängnis. Du hast zu viele Fragen, Kleiner. Es ist Batman! Irgendjemand in diesem Raum benutzt ein Störgerät. Absuchen kann. Doch nicht einer Süßen wie... Bitte, ich bin nur Assistenzärztin. Ich weiß nicht, was hier los ist. Kann passieren, dass ich kann ich sie haben? Verstecken Sie sich. Los! Diese Leute sind verrückt! Ich bin aber sowas von gespannt auf den... Ich habe die Waffen gebraucht. Jetzt muss ich wohl oder... Gut, fest! Entschuldige, Dad. Vielen...
Joker stiehlt seine Waffen nicht von Strange, sondern er wird von ihm mit Waffen. Mit der Leidenschaft. Diese Welt ist verdammt. Städte wie Gotham werden wachsen unter alle Gleichen, die sich ihren Weg über die Bürgersteige nach oben bahnt. Gebäude werden wachsen, bis sie die Sonne verdecken, und die Menschen werden am eigenen Schmutz zugrunde gehen. Eines Tages. Ach, so wird es bei mir etwas langsam. Des Senders. Ich finde, dass die Assassinen innerhalb der Technologie hat damals eigentlich noch gar nicht existiert. Es scheint, als seien in einem geteilten Speicherbereich abgelegt worden. Vielleicht bekomme ich die Informationen von den anderen Wächtern hier unten. Zusammengesetzten Überwachungsaufnahmen zeigen, wo die Attentäter hingegangen sind. Sie wird einen Geheimgang passiert haben. Ich muss ihn finden. Sieht aus, als sei ein Schwert hier das Richtige. Gerade von Robin nicht sprechen. Ich finde, Tim Drake war da. Finde ich auch. Ich zähle da Nightwing eher extra. Das ist eine Dick Raven. Du musst ins Licht gehen. Vater und ich warten. Wir haben dich so vermisst. Du musst es tun. Wie viel Zeit bleibt mir? Mal, ich zeig euch mal. Legendär. Hier nach unten fallen lassen, das ist konstant. Du musst mir genau sagen, was ich tun muss. Oder fliegen ist manchmal nicht so konstant. Ich schaffe es.
Mögen die Prüfungen beginnen. Unsere hübsche Talia. Wir könnten sterben, also gönnen wir uns einen kleinen Blick. Tausende von Kriegern sind auf der Jagd nach dem Dämon umgekommen. Viele der Möchtegern-Nachfolger waren nicht mehr als Kinder, die gegen die Grauen der Schöpfung ankämpfen. Hier ist nichts, was Batman schon nicht schon gesehen hat. Schon Schlimmeres gesehen. Nichts kann dich auf das vorbereiten, was folgt. Die Vorsehung entscheidet über dein Schicksal. Ich glaube, wir dürfen uns diesen kleinen Aufstieg genehmigen. Ich habe diese Worte bereits 100 Mal gehört. Hoffen wir, dass du recht behältst. Außerdem könnte es sein, dass man als Batman jetzt sterben tut und die Prüfung nie besteht. Aber sehr unwahrscheinlich. Deine Reise beginnt Batman. Hinter dieser Tür. Ja, aber trotzdem. Da hat man noch was Schönes. Ra's al Ghul. Vor dir liegt die erste Prüfung des Dämons. Aber du musst aus dem Fisch treten. So einfach. Gut. Spüre, wie das Dämonen durch deine Adern strömt. Deine Gesundheit regeneriert und deinen Willen manipuliert. Wayne hat ja auch eine. Deine Nächste ist leicht. Folge mir durch diese Welt und die Prüfung ist. Wenn du etwas berührst, stirbst du. Ja, zu Beginn ja, aber das macht ihn zu einem Menschen. Zum Beispiel bei der Injustice-Geschichte hat er ja die Dick getötet. Dann Platz. Diese Prüfungen werden zeigen, ob du stark genug bist, meine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befreien, das sie zerstört. Was ich meine, das war eine coole Szene, aber auch. Bei den Respekt oder Battle Damien noch beibringen. Ja, wir gehen jetzt hier oben lang. Und springen jetzt die Mauer weg, da haben wir schon so viele eliminiert. Das ist vor allem auch legendär. Ja, da ist schon da mal einen ins Wasser gehauen. War legendär, sag ich schon. Ja. Schwer, hilfreich. Bist du derjenige, nach dem ich gesucht habe, Detective? Mein Nachfolger? Schwierigkeitsgrad ohne zu sterben. Das war mal ein würdiger Batman-Modus, würde ich sagen. Ey, cool. Auch wenn der Bane dann immer der Wand ist. Das Blut des Menschen ist mir ermöglicht, 100 Jahre zu leben. Stell dir vor, wie viel Gutes du in einer Zeitspanne könntest. Prüfungen des Dämons. Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Oder ob das speziell die geringe Menge, die ich dir zu trinken gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Das war jetzt wirklich gerade eine coole Aktion. Wir kommen hier runter und flacken den ja. Fahr hier runter. Highlight-Video von meinem PB1 Aquarell und machen mit dem Killerblock. Die Aktionen, die man hier in diesem Spiel leisten kann, die sind so cool. Aber manchmal gibt es spezielle Aktionen, die eine besonders gefallen. Es wird Zeit, mir gegenüberzutreten. Bewältige diese Herausforderung und das Blut des Dämonen.
gegen Ra. Verdammt. Ja. Ich habe geschafft, mal in der Aero als gut gemacht, Detective. Oliver, jetzt komm. Hol dir deine Belohnung. Du hast es geschafft. Wenn man deine letzte Herausforderung wartet hinter dieser Tür. Und man hier gegen die Leibwache von Talia kämpfen muss. Ein Bedouin, den weichen die natürlich aus, ist ja logisch. Und da kann man schön mit dem Schlag nachsetzen. Als du die Gelegenheit dazu hattest. Es gibt so viele von uns. Die wahre Macht meiner Lazarusgrube. Der Bedouin, da weichen die aus und dann bin ich schön mit einem Schlag in die Runde. Sehr recht. Da man als Bedouin schon. Niemals! Es ist unser Schicksal, beherrschen, den Menschenabschaum von ihrem Antlitz zu wischen. Nur wir können es erreichen. Mein Vater ist alt. Seine Zeit ist abgelaufen. Manche Sprüche von Batman, unsere beginnt so erst. Cool. Könnte ich jedes Mal mit nimm seine nehmen. Klinge. Töte ihn. Nicht, akzeptiere dein Schicksal. Vor allem der Ausführung sei der akzeptiere Schade. Unser Schicksal. Du weißt, dass ich das nicht tun kann, Talia. Dann, Geliebter, wirst du sterben müssen. Das ist eigentlich dein Lieblingsheld oder Allgemeinheld? Mein liebster ist der Batman. Deiner? Du kannst uns nicht besiegen! Ganz gut, aber am liebsten würde ich eigentlich vielleicht. Du kannst uns nicht besiegen! Unsere Zahl ist Legion! Unsere Zahl ist Legion! Ja. Ja, man muss sagen, Superman hätte den Batman besiegen müssen. Du kannst uns nicht schlagen! Du hättest dich uns anschauen! Lieblings-Batman-Schuss, ja. Ich würde sagen, dein Erfolg. So. Wir sehen. Er hat mich an die Akte erinnert. Oder allgemein an die Comics. Die im Batman so in der richtigen Welt wären. Ja, wenn vor allem die Szene im Lagerhaus, als er die Maß hat. Nein, ich hab die geholt hat. Nice, ich geholt hat. Ja. Für alle. Damit ist nicht die Mutter von. Clark Kent, AK Superman, AK Kal-El. Da wurde ja von Batman gerettet bei Batman. Wo ist Superman? Da ist Superman. Das Schiff ist, um gegen Doom zu helfen. Das war die Szene, wo er Martha rettet. Ist er denn wirklich an die Aggression erinnert, ob er noch ein... Hör mir zu, Detective. Hör gut zu. Du wirst mich töten. Du wirst die League of töte ich die einzige Person, die du jemals geliebt hast. Ja, das war nicht nur...
Panzer nehmen. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Hast du Ras gefunden? Sekunde. Dein Anzug meldet wieder normale Werte. Bist du geheilt? Was ist da los? Im City. Sie extrahieren irgendeine in der Natur vorkommende Chemikalie, die er Lazarus nennt. Er benutzt sie schon seit Jahrhunderten und hat den Prozess so weit perfektioniert, dass er in der Lage ist, sich damit von den Toten wieder zu erwecken. Hast du was genommen? Er hat mich dazu gezwungen. Geringe Mengen davon scheinen die meisten Gebrechen zu heilen. Aber selbst die kleine Dosis, die ich genommen habe, hat üble Nebenwirkungen. Ras war dem Zeug zu lange ausgesetzt. Das hat sich bemerkbar gemacht. Und glaubst du, du bist geheilt? Ihr hättet hier eigentlich. Nein, die Wirkung ist nur vorübergehend. Ras wollte mich davon überzeugen, seine Grube zu benutzen, aber die Risiken sind zu groß. Wenn ich hier fertig bin, muss ich die Lazarus-Technologie weiter. Und du glaubst, das tut er? Vermutlich nicht. Ras ist von dieser Grube abhängig. Ich habe ihm die Chance gegeben, diese Abhängigkeit zu überwinden. Schafft er es nicht, beende ich es. Ich werde mir gleich mal zu einem guten Quincy Sharp einen Besuch abstatten. Ja. Der dann eine Anruf seinen Erbe genießen kann. Wie es Batman schon ausgedrückt hat. Protokoll 10 tritt in 2 Stunden. In Kraft. So mal auf die Wiedergeburt des neuen DC Universe im Comic gespannt. Oh, das wurde im letzten Comic von Superman wurde ja schon angeteasert, der gestern rausgekommen ist. Das ist im Superman Spezial. Fandest du das einfach? Den Kampf Superman gegen Doomsday. So war es auch gedacht. Es war nur ein kleiner Vorgeschmack. Du wirst bereuen, dass du mich hereinlegen wolltest. Du wirst meine Sache lösen und meine Trophäen sammeln. Du wirst es vielleicht nicht, aber du musst. Frage von Leben und Tod. Sie beginnen damit, Schilde zu benutzen. Das schützt sie vor Frontalangriffen, aber nicht vor Angriffen von oben. Da stellt sich ja auch gleich die Frage, dass er eine Neugeburt ist. Mit Nässigkeit zu Beginn verlieren lassen. Und die Frage, die ich mir noch stellen wird, ist die Vorgeschichte noch vorhanden? Batman ja. Bane oder Superman Doomsday? Bin dabei. Ob. Ja, ich. Na dann. Ob Batman ist hier! Als ich das erste Mal damals Origins gespielt habe, dachte ich, man will die. Ja, da war ich vom Menschen geschockt, als ich den Breakway. Aber dann war ich. Das ist doch allerdings wirklich so ein Schlag. Und Bane ist ein Elektro. Und den gesamten Körper hat. Da man das ja auch als offizielle Vorgeschichte zur Arkham Asylum genannt hat. Und da wurde ja thematisiert, dass Bane schon Batman in der Geschichte noch gebrochen hat. Bewohner von Arkham. Während ich zu Ihnen spreche, wird ein neuer Insasse in die Anlage gebracht. Die Älteren unter Ihnen werden in ihm Quincy Sharp erkennen. Bürgermeister von Gotham und gescheiterter Anschlag. Bereiten Sie ihm bitte einen gebührenden Empfang. Klingt nicht gut, oder? Nein, tut es nicht. Ich verstehe es nicht. Wieso sollte Strange den Bürgermeister dort einliefern lassen?
Name des Joker Bane doch besser als... Ich weiß es nicht, Joker. Aber ich werde es herausfinden. Na, aber wenn... Die ja. Biometrie... Was? Nein. Dann, du hast Batman oder... Du bist geil. So, und jetzt haben wir die Prüfung bestanden. Jetzt werden wir auch... Gut. Zum letzten Besuch hat er dir drei Zähne aus der Fresse geschlagen. Was ist? Vermisst du ihn? Am Arsch. Ihn gefunden und ihn in die Luft gejagt. Hoffen wir es auf, wenn ich es bezweifle. Es heißt... Was machst du, Bat? Ich dachte, wir wären Freunde und würden zusammenarbeiten und so. Wie ich hier so liege und mich an die Reste meiner Lebenskraft klammere, werde ich das Gefühl nicht los, dass du mich hintergangen hast und jetzt dem wandelnden Kühlschrank hilfst. Nicht nur du kannst dieses Spielchen spielen. Ohne dass dir meine Jungs den spitzen Schädel wegballern. Na los, wette, du traust dich nicht. Dämon. Ja. Viel Glück. Freeze. Keine Ahnung, es friert immer wieder. Das ist Freeze. Er macht irgendwas. Wieso tut ihr mir das ständig an? Scheint fast so, als würdet ihr euch jeden Du bist jetzt in meinem Reich. Oracle Freeze greift mich an. Ich habe Metriesignal von seinem Anzug. Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Auf einen direkten Schlag ankommen. Er ist zu mächtig. Okay, Daten liegen vor. Leite sie weiter. Gut verstehen? Ja. Ich hab das Update vergessen zu tun. Ist es vergessen? So und? Diese Taktik kannst du jetzt vergessen. Aber naja, ich hab auch schon. Freestyle auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Ja, werde ich jetzt dieses Mal noch gar nicht mehr brauchen. Der Jäger, dann kommt euer Kampf, dann kommen auch nicht mehr. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Batman. Mauer gar nicht kaputt.
dass meine Frau fort ist. Kannst du dich nicht verstecken? Ja, spiele dann die Mach es nur noch, wenn ich ja. Und hier bei mir gerade. Du bist bestellt. Wo hast du? War eigentlich jetzt nochmal deine Spezialität mit? Ja, ich bin jetzt stetig. Das man dann einmal highlighten. Ich kann meine Taktik anpassen. So, komm. Gucken, rabattet. Nach. So später Stunde zu sein, nicht mehr viel zu schauen. Ehrlich gesagt, um die Uhrzeit. Irgendwie 2 Minuten gegen den Priest verloren. Ja. Man wollte mein Gott, unser geheimnisvoller Anrufer hatte recht. Es ist offenbar tatsächlich Batman, der macht das Gebäude verlässt. Ja, macht der erste. Ach, der erste Mann und der erste Mann. Ich fürchte, Miss Weil wird in Kürze nicht mehr auf Sendung sein. Für diese Stür. Wir stürzen ab. Mayday! Mayday! Wenn uns jemand hören kann. Mein Nachrichtenhubschrauber wurde abgeschossen. Wir sind irgendwo in West Arkham abgestürzt. Ich glaube, ich sehe das Gerichtsgericht. Ich sitze hier fest und stecke mitten in etwas, das wie ein Waffenkrieg zwischen... Den Skype einer Stunde... Was zum Teufel war das? Oh Gott, überall um mich herum sind Scharfschützen. Es sieht so aus, als würden sich die Insassen und... Bitte, wenn ihr uns hört, schickt Hilfe! Die Glitch ist keine gute... Auch mehr gewandt wird, irgendwie dann... Ich wiederhole, hier spricht Vicky Vale! Helft ja. Mir! Bitte! Hilfe! Ich kann sie nicht sehen! Streng dich an. Joker will die Reporterin töten. Ja. Du solltest hier in Nun, Gotham, wie es aussieht, bin ich fürs Erste sicher. Dauert nicht optimal, aber mehr ein Jahr. Ohne dass wir es sehen, kommt an uns keine Hand. Diesen Scharfschützen werden Eisen abknallen. Wir können froh sein, dass wir sie haben. Ich habe gehört, dass Batman die Jungs mit Joe. Ja, ich weiß, Joker klang total angepisst.
Er will Batman tot sehen. Protokoll 10 tritt in einer Stunde in Kraft. Oder eine dritte Möglichkeit. Ich bin für Nummer 3. Wenn du dich um die Rettung von Miss Will gekümmert hast, habe ich die Sicherheitsverordnung erhöht. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Aber ich glaube, du wirst dort nicht hineinkommen. Oh, das wird zu emotional. Ich mag mir gar nicht vorstellen, dass du da draußen sterben könntest. Ich sehe dich vor mir, wie du tot im Schnee liegst. Und nur und das zaubert mir doch ein Lächeln ins Gesicht. Nebenbei lasse ich auch meinen Stream ohne Ton ab, um die Bildqualität zu testen. Ich glaube, der hat nochmal ein paar Schwierigkeiten. Das ist eigentlich sehr gut. Und das hoffe ich schon auch, dass der Ton aufsteht. Glaubst du, kannst dich Ruhe bewahren. Wir müssen uns zusammenreißen und ihn finden. Wenn wir ihn verlieren, sind wir tot. Rausfinden. Wo bist du gerade? Ich kann mir machen kurz einen Umweg in einer Minute. Weißt du irgendwas über Protokoll? Ja. Da lohnt sich eigentlich, wenn der dran denkt. Ja. Dann lohnt sich dann den weiter. Ich habe gerade gehört, dass mein Dad in das Rathaus beordert. Strange hat darum gebeten, dass das Protokoll 10 in Kraft gesetzt wird. Weiß Gordon, was Protokoll 10 ist? Es ist eine Sicherheitsverordnung, nur für den Notfall. Ja, Strange hat dem Stadtrat gesagt, dass es ihm nicht gelungen sei, den Einsatz illegaler Waffen im Gefängnis zu unterbinden. Diese Waffen hatte er besorgt. Er hat es danach aus. Bei ihm klang es so, als würden die Gefangenen einen Massenausbruch und einen Angriff auf Gotham planen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Gesehen. Ja, er sah okay aus, nicht wahr? Ja, aber was zum Teufel ist da passiert? Die Waffen der Feiglinge, sah er noch aus, als würde... Sie haben noch damals die Kanal gewesen. Hol mich hier runter. Hilf mir bitte. Jetzt steht's doch, wo ich weg bin. Das heißt, wir können uns kommen mit einer Person, aber nicht im Projektzimmer. System des Rats gehackt. Die Ratsmitglieder kommen zurück. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Sie sagen Strange, dass sie enttäuscht sind und nie gedacht hätten, dass Protokoll 10 irgendwann aktiviert werden müsste. Aber sie haben gegeben, oder? Guten Abend. Protokoll 10 tritt in 30 Minuten in Kraft. Jeder hat für besondere Befehle erhalten. Sie sind zu befolgen. Brauchst du immer noch eine Antwort? Bruce, das gefällt mir nicht. Sei vorsichtig. Thank you.
Ende bin ich schnell dabei. Ich habe auch gerade eine Herausforderung bekommen. Die ähnliche auch, wenn man einen gepanzerten Gegner gegen einen anderen wirft. Da habe ich gerade einen mit dem Schild. Schon gut. Okay, ich habe jetzt mal dann beim Mr. Freeze. Da sagt sie zu mir, nicht mal mit deinem. Echt lustig, Mann. Natürlich. Ich meine, sieh mich doch an. Was ich zum... bin alt. Auch. Hier drüben. Ich hab ihn. Eine perfekte Vierfalle gelockt. Habt ihr diesem Protokoll 10 Mist gehört von dem? Ja, das ist das falsch besetzt, aber das ist jetzt immer derjenige, von dem wir die Knarren haben. Protokoll 10 tritt in 10 in Kraft. Letztes. Und dann im Nachhinein null setzen. Ja. Es geht Taue! Mit geladen Cutscenes trennen. Bitte aufhören! Ich kann nicht mehr! Eine hast Falle gewonnen! Gelockt. Hast mich besiegt! Sekunde, sagte ich. Mich? Also, ich meinte ich mich und diese Jungs! Ich hab, ne? Weil ich beim Gas vergessen hab. Ich hab Victor. Und 3 Minuten. Mr. Abramovich, dir. Oh, Batman. Das wird ein
Titanfeuer in die Sache. War's das jetzt, Ivy? Wie ich bereits sagte, das mit den Blumen war nicht meine Schuld. Du weißt es, ich dann weiß es. Du hättest beim Wasser. Sehen sie uns jetzt, sind wir außerhalb ihrer Reichweite und können uns perfekt den Joker nähern. Guck mal, wer hier beim Riesenrad auch. Michael Lane. Wo ist denn die Granate? Und den Freeze brauche ich eigentlich schnell. Für einen späteren Speedrun-Glitch lässt. Die auch außerhalb meines Ones dann noch holen. Warte, hier können wir Zeit lang holen. So, jetzt sind wir jetzt perfekt hier. Können jetzt alle Ruhe diese Handlanger vorknüpfen. Wenn ich jetzt hier so gucke, Gott ist bei einer Stunde 48 Klope mit Haufen Glitches und ohne Catwoman. Wir haben die Catwoman nebenbei noch nicht gemacht, sie ist zwar knapp zu wichtig. Jemand hat mit einer Rakete drauf. Catwoman ist hier! Würde ich irgendwie sagen, nur zu, Mieze. Eine Top-Leistung eigentlich, dich, oder was mit Fliegen? Strange ist kein Mensch. Ich habe einem ja fast schon leid tun. Was zum Teufel treibt die hier? Marcus, bei mir das ist Catwoman und nicht Batman! Tötet sie! Anmeldung machen. Zentrale, wir sind in Sektor 2. Wir werden ange... Der Bildschirm im Raum gebaut hat, alle Achterbar oben in der Falle gelockt. Sehr gut. Da sind Ivys Ranken. Und das Lager. Gute Arbeit, Rotschopf. Ich muss schnell und möglichst unsichtbar sein. Eine falsche Bewegung, dann springen die Sicherheitssysteme an und der Tresorraum verriegelt sich. Dauerhaft. Joker. Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Hast du den Strom von der anderen Seite? Nee, ganz knapp durch. Mosch. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich schon vorbei bin. Da
Das sind alle Schlüssel. Nächster Halt, Sicherheitszentrale. Die Stelle kommt ja auch bestimmt. Ich will das Update kaufen, das wollte ich die ganze Zeit. Das ist immer aktiv. Ist das eine Übung? Keiner, die angekündigt wurde. Zuhören, im Bereich ist irgendjemand. Teilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung! Robin und Catwoman. Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Pack aus Arkham. Das reicht mir. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Ja, Sandfett und bestimmt Sand. Zählt mal durch. One werde wird Baldwin und der Robin sein. Zählt mal durch. Hier Tiger 54. Wir haben sicher Kontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlwerk ist. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlwerk betreten. Gut. Setzen Sie das Stahlwerk. Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fehlen. Außer Ziele markiert. Das Stahlwerk hat hier eine Lektion. Ziel der Prioritätsstufe Alpha Rot. Anzahl der Bomben um 500% erhöht. Batman wird schon weit. Machen Sie den Außen daraus. Jetzt habe ich auch noch Sie. Verstanden. Der dann noch 3 Sekunden. Ich schon hier, wie das dann zählt, wenn ich. 1. Dann noch wieder öffnen. Nochmal ist es ja kein Glitch, das kann man ja machen. An alle, wir haben Sichtkontakt. Das Stahlwerk wurde getroffen. Ich wiederhole, das Stahlwerk wurde neutralisiert. Gut. Warten Sie, bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde. Und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batmans Leiche zu bergen. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie. Hätte Batman dann raus hier. Ja komm, Selina, mach's richtig. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Seit wann hast du eigentlich ein Gewissen? Wenn es fast ein vergessen, dass man das Update braucht. Muss ich denn hier alles alleine machen? Nicht sterben, Batman. Auf den Seil ich komme, um dich zu retten. Ja, laufen. Großartig. Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Ich werde schon jetzt mal Kack kaufen. Es kommt keine Stelle, wo das sehr nützlich sein kann. Tja, wen haben wir... Oracle. Sie müssen... Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Das tut... Ja, wir sind... Rakete hat Ziel erfasst. Gebäude getroffen. Haben natürlich alles im Rahmen des Plans. In dem eigentlich... Ja... Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Launcher oben lang. So. Ich melde mehrere Treffer in Sektor 2. Wird die Erze Fox, wenn sie übertragen wird? Boom, ihr könnt zu greifen. Wir wollen ein bisschen zu langsam mitnehmen. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen.
Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Alle Ziele bekämpft. Ich wiederhole. Mehrere Treffer. Todeszahlen in Sektor 3 sehr hoch. Wir haben Batman. Ich hoffe, mit dem Batwing wieder macht man Seiler und das ist ja Gebe mich zum Wonder Tower. Du triffst das Richtige. Mit dem Code dürftest du durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Schuld war. Aber, Kummer's Kammer, Mr. J. Lernabtastgewinde zu erreichen, steigen 15, korrigiere 17 Tote. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Hat vielleicht 20 Sekunden oder so nur gekostet. Sie haben mehrere Tote. Das ist ja der erste One. Tigerwachen haben Betäubungsstöcke. Um mich zu schützen, muss ich sie von hinten angreifen. Ausgezeichnete Arbeit. Haltet sie in der Bearbeitungszone fest. Muss ich dann nochmal rückwirkend gucken? Keinen Schritt weiter, Batman. Wir müssen reden. Und ich weiß, dass du deines Lebens nicht mehr oben werden würdest. Diesen armen Mann auf dem Gewissen. 10 Minuten oder so. Ich habe eine Frage. Ich hab mir die ganze Zeit das Dingsen gekauft, wo man statt 8-5 Schläge braucht. Keine Bewegung! Oh, dafür wirst du bezahlen für den Schlag. Das ist so versprechen. Bleib, wo du bist! Bleib, wo du bist! Zeit gekostet. Du hast ein Umfeld erzeugt, in dem die Bakterien mutieren und stärker werden konnten. Nehmen wir nur mal Joker. Würde er ohne dich überhaupt existieren? Dafür. Du hast so viel geopfert und bist doch an allem schuld. Oh, das ist wahr. Was hat mir wie viel Zeit gekostet, dass ich mir ganz selbst Abdeckung nicht gekauft habe? Jetzt hätte ich mich viel, viel schneller niederknüppeln können mit dem Multi-Ausführen, aber egal, ist ja eh der erste One. Mehr Männer habt ihr nicht dabei? Mehr Männer habt ihr nicht dabei? Für all deine Hilfe. Und jetzt? Töte dich! 2 Minuten und 10 Minuten. 24 und du? Ne? Haltet ihn auf!
das muss dann liegen. Und hab ihn nicht genutzt. Dann hat der Schub viel Zeit verloren. Wenn man nochmal kämpft und dann denkt, ja, man packt das auch so schnell, packt man auch. Damit die Updates jetzt noch schneller gehen. Aber das vergesse ich dann manchmal. Ist ja auch schon mal passiert, Jan? Das war der letzte. Bereich gesichert. Das ist jetzt ja eine Kette, Tiger Alarm 40 an Turm, der Raum ist gesichert. Alle neuen Insassen wurden neutralisiert. Sehr gut. Protokoll 10 macht große Fortschritte. Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, Einheit ihre wundervollen Leistungen bei den One mit Catching muss man auch Diamanten komplett noch geschafft oder endet das mit 22% annähern. Meine Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten 3 Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Das ist inakzeptabel. Ich dachte, ihr werdet besser ausgebildet. Das ist noch nicht vorbei. Ein alternatives Ende? Das schaltet man frei, indem man mit Catwoman Arkham City verletzt. Dadurch Batman stirbt. Ist jemand da, der Gotham retten kann? Wird man dann nur ein wie die Feinde der Tigerwacht auch bei Wayne Manor eingefallen. Fernabtastungen des Bereiches zeigen 15, korrigiere 17 Tote. Wie sieht's
sieht's aus? Stufe 1 wurde abgeschlossen, Sir. In den primären Einsatzgebieten liegt die Zahl der Toten über den Schätzungen. Gut. Erdboden gleich machen. Bestätigt, Professor Strange. Ich bin mal gespannt, ob die Stadt gehalten wird. Hätte ich später was. Und schieß durch jetzt doch bei den anderen. Irgendwie träumt der Tiger wach. Ich bin vor die Augen der A. Ich werde mal verstehen. Das Museum wurden durchgeführt. Nicht zerstört. Das ist äußerst enttäuschend. Einen weiteren Schlag vorbereiten. Ich will, dass das Museum ausradiert wird, Captain. Hier läuft die Zeit davon. Strange wird jeden... Ich bin fast oben. Ich werde ihn aufhalten. Ich weiß. Wie hat er all das schaffen können? Er hat hunderte von Menschen umgebracht und das mit dem Segen der Stadt. Er ist verrückt. Er hat... Finde ich heraus, wer es ist. Alle Ziele bekämpft. Ich wiederhole, mehrere Treffer. Ziel wurde erfolgreich bekämpft. Tigerzentrale, wir sind beim Turm. Keine Spur von Batman. Die Suche fortsetzen. Bestätigt. Suchen den Turm ab. Die Suche in den unteren Bereichen fortsetzen. Bestätigt, Zentrale. So, hier können wir jetzt das alternative Ende herbeiführen. Was tut? Todeszahlen in Sektor 3 sehr hoch. Kehren zur Basis. Da kannst du bei dir wohl die Lautstärke direkt einstellen. Wie viele Aufnahme? Für Gotham City gut, no? Wird jetzt ein neues Zeitalter was tut anbrechen. Die CD? Kommt hier lang! Seid ihr blind? Batman ist da drüben! Wow! Der hält euch alle zum Narren! Jetzt werden wir das Batman-Kopf retten. Vielleicht möchten Sie hier sterben, Mr. Wayne. Ja. Das ist jetzt noch neu. Ja, jetzt wird ein bisschen leiser. Eigentlich auch nicht so schlimm, ne? Die zerschmetterten Körper, die sie in dem Raum zurückgelassen haben. Sie haben nicht gewonnen. Sie können nicht gewinnen. Ich, Strange, bin Ihr Nachfolger. Ich habe Gotham... Jetzt besser? Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Professor Strange. Du hast alles... Warte, ich bin Raphael gut getan. Ich bitte nach, wenn das lädt.
Ordnung? Ein. Guck mal hier, wie die Nadeln heu auf. Hallo, Batman! Ich. Erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Kann man dir vergessen, Joker? Dafür bist du einfach zu gut. Ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ja, jetzt ist ihm nicht ignoriere beklagen, ihn nicht, lass ihn sterben. Ah, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es nie besser ging und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch. Unser kleiner Fake-Joker. Hör zu, Batman. Ich stelle für dich eine kleine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Störtenfeger. Das ist sehr viel Zeit jetzt wieder. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer Joker hat wirklich einen kranken Humor. Beim ersten Mal dachte ich ja, als er immer stand, Flugeinheiten sofort umkehren, Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Einfach nur unhöflich, Batman. Ich habe im Kino so ein tolles Programm für dich zusammengeschrieben. Wir sehen uns bald. Bis dann. Wir haben 100 Pfund Arkham aus Stimmt's? Ich bin die große Blablabla-Hokus-Pokus, also schön, ich tu's. Aber du schuldest mir was, okay? Mist, Batterien sind fast leer, da vibriert. Beeil dich und setz dich, Bat. Mit der Mist, wo man mit Headset spielt. Also los! Das ist übelst hier nicht. Also los! Also! Ah, ah. Wir nähern uns jetzt die kleinen 2 Stunden und 30 Stunden.
Du sollst Batman umlegen. Hast du das schon vergessen? Das ist geschummelt. Was zum Teufel greifst du da, Bats? Ich muss ja wirklich sagen, auch nach längerem Benutzen hintereinander finde ich eigentlich aufstellen oder es geht mir nicht einfach so rum. Der gute Setzer. Der Ton auch dafür. Die Mikrofon rausgeschüttet und man kann mich knallen, weil ich nicht mehr umstehen. Aber den Schlag muss jetzt kein Problem bereuen. Bleibe weiter, wenn du kommst. Und dann noch dort steht zünden. Deinetwegen komme ich noch zu spät zur Massage, die du retten müsstest, oder? Oh, tut mir leid. Unpassend? Würde ein Tapetenwechsel deinen Schmerz etwas lindern? Gott, Gott, dass man jetzt mit der Woodlock-Trophäe, die ich geholt habe. Knapp vielleicht 30 cm oder so nur über eine Mine hinweggeflogen. Ich bin sogar bei mir umgegangen. Unter 2,5 Stunden in Clayface besiegt. Vor mir schaut man auch, obwohl man alle Kapitel von der Catwoman gemacht hat. Mitgemacht. Zeit, meine Sachen einzusammeln. Ich glaube, die Kettung mitgemacht ist, ob man das dann trotzdem ohne Kettung einreichen könnte.
Verdammt, wer ist der Nächste? Den hier kleinert mich am Batman. Als die Handlanger des Two-Face vom Fahrstuhl stehen und schießen und schießen und der Batman dann. No. Ist sie tot? Sekunde! Sie wacht auf! Verdammt, was machen wir jetzt? Leg sie nochmal um. Na, Angst! Ich denke mal, dass dieser One-Up-Link da als unvollständig. Oh, oh, unvollständig. Leg sie so. Wo sind meine Sachen? Sag es mir, oder ich nehme dich Stück für Stück auseinander. Two-Face hat sie. Ist im Museum, okay? Danke. Du hast dich also entschlossen, zurückgekrochen zu kommen, ha? Ach ja, dann muss dir dieses Kätzchen wohl ein für alle Mal Manieren beibringen. So, wir kommen, um dich zu holen. Vorsicht, Catwoman! Was ist los? Läufst du jetzt heulen zu deiner Mann? Da drüben habe ich immer gespielt. Klein war. Catwoman! Da drüben prügelt sich jemand! Wenn meine Beute wieder haben, hab ich Zeit. Ich bin euch und das glaube ich nicht. Ein Kampf hier drüben! In der Kräfthaftung Schubverbesserung nach oben. Nein. Oh. Windows Zeit jetzt verloren. Schön, dass der Boss wieder da ist, oder? Ja, hast du die Ausrüstung gesehen, die er dabei hatte? Hatte ich. Catwoman! Der Catwoman mit dem Konter, da kann man ausrappen, der Kuss ist tödlich. Ja, ich hab den. Catwoman! Gehört beim zweiten Mal auf Kinder Trick. Was unter deiner Hüfte. Das dauert nicht lange.
gerade blamiert, bin gekommen, aber hab da dann verkehrten Weg gegangen. Zurück. Wirklich? Ja. So müde. Nee, ich hab die Nummer gesehen und einfach mal probiert, damit es mit dem Anlauf hat geklappt. Da wusste ich schon, wo ich bin. So, mal sonst. Ja. Ist der Fehler, wenn man schon so einen Trick übt, muss man dann auch weiter wissen. Oh ja. Ja, perfekt, jetzt bin ich hochgekommen und wusste dann jetzt nicht, ob ich jetzt, wo ich jetzt da genau bin. Was glaubst du, wie tief das ist? Tief genug, um einen verdammten Hai reinzutun. Wo kommt ein Krabbeltier? Der Wonder Tower ist verstanden. Vielleicht durch den Trick. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Könnte sein. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es ist, will ich, dass ihr die Schlampe ins Fetzen sprengt. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut. Das ist eure Chance, zu Ruhm zu kommen. Joker ist tot. Leute, bewegt eure Eier sofort! Sorry, Harv.